Jeder vierte Deutsche beurteilt das Verhältnis zu seinen Schwiegereltern als problematisch. In einem Konflikt, der völlig eskaliert ist, ermitteln jetzt Ilka Fischer und Robin Storm. Hallo, 1522 von Arnold. 1522 hört. Rösrather Straße 29. Frau Denise Becker hat ein Hilfeersuchen. Ja, mal so verstanden. Hast du da ein bisschen genauere Angaben zu, was das für ein Hilfeersuchen ist? Die Frau Becker gab an, dass sie aus dem Haus männliche Hilferufe hört. Keine weiteren Informationen. Ja, mal so verstanden. Die Melderin hat völlig richtig gehandelt, indem sie den Hilfeschreien nicht nachgegangen ist. Die Polizei rät, in unklaren Situationen einen Notruf abzusetzen und auf die Beamten zu warten. Hallo. Hallo, Denise Becker, ich hatte euch angerufen, Hi. Weil ich war hier verabredet. Ja, ich höre schon. Und, ja, ich hör halt Können wir uns mal den Ausweis raus? Geben Sie mal meiner Kollegin, ich gucke mir schon mal die Sache ganz an. Sondern wo sind die, von oben? Ja, von oben. Ich müsste so erste Etage sein, denke ich. Weißt du was, Sie bleiben einfach für einen Moment hier. Ich komme gleich zu Ihnen zurück, ne? Die Polizisten vermuten, dass Gefahr in Verzug ist und verschaffen sich gewaltsam Zutritt zu der Wohnung. Und tatsächlich, das Opfer befindet sich in einer äußerst prekären Situation. Oh, ja, was haben Sie denn hier gemacht? Keine Ahnung, ich weiß überhaupt nicht, was das hier soll. Warte, ich befreie Sie mal eben. Kein Plan, ey. Befreie Sie mal eben von den Sachen. Ich glaube, ich nehme mal die Mausefalle. Ja, warte mal, ich wollte hier wegschlagen, bevor du ihn noch weiter verletzt. Warte. Gut. Alles klar. Sie sind noch aber irgendwelche? An Ihrem Körper, unter Ihnen? Nee, keine Ahnung, glaub nicht. Was ist denn hier passiert? Ich habe keine Ahnung. Ja, wie? Aber ich weiß nicht, wie ich hier hingekommen bin. Das wissen Sie nicht? Nee. Haben Sie Alkohol getrunken oder? Nee. Na, ich meine, dann weiß man ja eigentlich, was passiert ist. Ja, nee, irgendwie ist da ein Loch, keine Ahnung. Das Letzte, was ich weiß, dass ich oben bei den Eltern von meiner Freundin war, da haben wir noch Kaffee getrunken. Und die haben dann irgendeinen komischen Kram irgendwie erzählt. Und also da hatte noch der Postbote hatte noch geklingelt, da habe ich noch ein Päckchen angenommen. Wer sind Sie denn jetzt erstmal? Und David Becker ist mein Name. David Becker, weil ein Kabelbinder, einen Seitenschneider? Frei machen, bitte. Als wir in die Wohnung kamen, haben wir den Herrn Becker mit solchen Mausefallen hier dekoriert vorgefunden. Die waren so rund ums Geschlechtsteil und zum Teil auch schon ausgelöst am Schlüpfer. Dekoriert, würde ich jetzt fast sagen. Und da wollte man natürlich sicherstellen, dass er keine weiteren Verletzungen davon trägt, geschweige denn, dass hier noch irgendwelche weiteren Mausefallen auslösen. Das Opfer hat einen Filmriss und will sich an nichts erinnern können. Auch seine Freundin kann die Ermittlungen zunächst nicht vorantreiben. Also Sie sagten ja gerade, Sie wären oben gewesen am Kaffee trinken, ne? Oder ne? So weit war ich. Ja, ja, wir haben oben Kaffee getrunken. Sie waren dabei. Ich war nicht dabei, nein. Ich habe extra früher Feierabend gemacht, damit wir einen schönen Tag noch verbringen können. Also wer war jetzt alles oben? Vielleicht erklären Sie es nochmal. Das waren die Eltern von meiner Freundin. Und also ich. Sie zu dritt. Ja, genau. Richtig. Okay, und dann sind Sie aufgewacht mit diesen Mausefallen. Genau. Aber Sie wohnen hier, das ist Ihre Wohnung. Das, nee, ist, die Wohnung, ist, ja. Das ist die Wohnung von meiner Freundin. Sie haben Wohnung, Schlüssel okay. Ja. Von der Wohnung? Okay, Sie dürften sich hier aufhalten, das ist alles korrekt. Ja, so. Ja. Super. Ja, nur damit wir verstehen können, was jetzt hier vorgefallen ist. Warum? Darf ich mir was anziehen? Selbstverständlich. Oh, danke. Noch stehen Ilka Fischer und Robin Storm vor einem Rätsel. Doch als plötzlich die Eltern der jungen Frau nach Hause kommen, nimmt der Fall eine kuriose Wendung. Ja. Bist du hier? Gut, gehen Sie einfach Mama, mal. Ja, wir sind alle hier. Kommen Sie ruhig mal rein. Was mache ich denn hier? Ja, du bist eigentlich auf der Arbeit. Nein, ich habe die Polizei freigenommen. Was macht die Polizei eigentlich hier? Das weiß ich auch nicht. So, wir sind gerufen worden, klären wir jetzt ganz einfach auf die ganze Geschichte. Wir sind gerufen worden, weil hier jemand Hilferufe gehört hat. Wir sind hier in die Wohnung gestürmt und haben den Herrn an den Stuhl gefesselt, mit Mausefallen dekoriert gefunden. Ich habe da auch. Und er sagt, er war mit Ihnen heute Mittag Kaffee trinken. Und dann hat noch der Postbote geklingelt. Klären Sie uns mal auf, was da zusammengekommen ist. Also Schatz, wir müssen mal eben Sie können mir jetzt noch mal eben sagen, was Sie hier zusammen gemacht haben. Bitte lassen Sie uns eben die Sachen wegbringen. Hören Sie meiner Kollegin nicht zu? Wir kommen gerade vom Einkauf. Sie sind an der polizeilichen Maßnahme jetzt, ja? Ja, aber geben Sie mal die Tasche erstmal her. Die Ware wird nicht verderben, wenn Sie mir kurz erklären, Sie waren mit dem Herrn zusammen Kaffee trinken oder was dann passiert ist. Wir sind dann einkaufen gegangen, wir waren einfach einkaufen. Ja, wann war das? Wo ist er dann hingegangen? Die Tasche, einmal so zurück. Das ist vom Einkauf, das einmal muss zurück. Da jetzt in den Kühlschrank rein. Ja, das kommt auch gleich. Ich weiß nicht. Verstehen so, Sie, was ich sage? Vor circa 2 Stunden oder sowas. Wir so, wissen haben jetzt Sie überhaupt zusammen, nicht, bitte haben Sie auch Verständnis Sie für uns, wir wissen ja gar nicht, was zu. Passiert ist. Ja, das erkläre ich Ihnen doch gerade. Ja. Sie haben also zusammen gesessen, haben Kaffee getrunken, mit ihm zusammen. Ja. Was dann passiert? Ja. Wir waren einkaufen. Mit ihm? Ja. Nein, natürlich nicht. Ja, wo ist er geblieben? Ja, hier in der Wohnung. Ja, aber Sie haben doch nicht hier Kaffee getrunken.
Oben bei uns. Ja, und dann sind, haben Sie sich gemeinsam verabredet, verlassen die Wohnung oder wie sind Sie hierher wir gekommen? Wir haben einfach nur gesagt, wir gehen jetzt einkaufen, sind weg und jetzt dann ist er hier runtergegangen. Komm jetzt wieder. Und dann ist er hier runtergegangen oder was? Ja, vermutlich. Er hat ja auch heute Nacht bei unserer Tochter übernachtet. Okay, gut. Keine Ahnung. Ich glaube, das bringt uns hier nicht weiter. Nee, irgendwie nicht so. Für uns war jetzt hier nicht wichtig, die Herrschaften sofort am, sag jetzt mal, vermeintlichen Tatort festzuhalten. Die bestanden darauf, ihre Einkäufe wegzubringen. Das konnten wir ihnen auch gestatten. Wir hätten sie ja eh weiter angetroffen. Es sind die Eltern der Partnerin, auch die Personalien sind bekannt. Und wir hatten jetzt keinen Bedarf, sie erstmal weiter zu befragen, zumal sie ja wohl nicht weiterhelfen konnten. Man hat aber doch nicht einfach einen Blackout. Oder sind Sie krank? Nehmen Sie Tabletten? Haben Sie irgendwelche Erkrankungen? Nee. Also Sie sehen jetzt ein bisschen blass aus. Ja, aber war jetzt irgendwie ein bisschen erschreckend in dem Moment, wenn Sie da wach werden. Und es ist schon eine komische, skurrile Geschichte hier. Dass dem Bürokaufmann offenbar nichts geklaut wurde, macht den Fall noch mysteriöser. Als die Beamten einen lautstarken Streit im Treppenhaus hören, kommen sie der Wahrheit plötzlich ein Stück näher. Nein, es geht um Aufgaben. So. Herr Wendler, was haben wir für ein Problem? Kommen Sie mal hierher. Herr Wendler. Kommen Sie mal zu mir. So, was gibt's jetzt hier für ein Theater? Gut, lassen Sie mich mal rein. Die Polizei sitzt hier. Ich weiß nicht, meine Frau hat irgendwas, sie hat irgendeinen Stress mit meiner Tochter. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Mama, was ist denn los? Ich verstehe überhaupt nicht, warum ihr euch jetzt so verhaltet. Das ist doch nicht normal. Nee, das ist es leider nicht. Was ist jetzt passiert hier? Ja, mein Mann hat mich hier in die Küche eingesperrt, ne? So geht das nicht, Peter. Warum sind Sie denn hier verletzt? Kannst du mich doch nicht in der Küche einsperren? Was ist denn mit Ihrer Hand? Was denn? Haben Sie irgendwelche Verletzungen? Ich habe mich da geschnitten. Ich bin Metzgermeister. Okay, dann sind Sie froh, dass die Finger noch dran sind. Ich wollte wissen, was mit Jessica los ist und er sperrt mich hin. Ja, also jetzt, ganz ehrlich, dieses Katz-und-Maus-Spiel habe ich jetzt mit Mausefall, ne? Ganz, ganz schön leid. Das steht mir jetzt bis hier. Sagen Sie mir jetzt, was hier los ist, sonst kommen Sie alle mit zur Wache. Es reicht mir jetzt. Also wer hat die Mausefallen oder den Herrn da festgemacht? Maria, du erzählst nichts. Geht's doch nicht, Peter. Sie haben mich gerade verstanden, ne? Wenn wir jetzt hier nicht zu einer Erklärung kommen, gehen Sie alle mit. Und Sie auch. Und Maria kommt auch Mama, mit. Mama, geht um Jessica. Mama und Papa, könnt ihr jetzt mal einmal Klartext reden? Ich möchte wissen, was mit David passiert ist. Und meine Güte, hast du es nicht mitgekriegt? Hast du es wieder nicht mitgekriegt? Du bist die letzten paar Male, jedes Mal hast du uns Freunde angeschleppt, irgendwie, die es nicht auf die Kette kriegen irgendwo. Jessica. Die dich nur ausnehmen, die dich nur ausnutzen. Das ist wieder so ein Penner. Weißt du, hast du nicht mal gesehen, mit was für ein Flittchen da rummacht? Zeig mal das Foto. Zeig mal bitte das Foto. Die Familie Wendler dachte, dass der Herr Becker hier derjenigen Tochter fremd geht. Sie hatten ihn anscheinend mit einer weiblichen Person vorher gesehen. Wussten in dem Moment nicht, die einzuschätzen. Und dementsprechend wollten sie ihre Tochter hier eigentlich schützen. Hier, David mit seiner neuen Flamme. Ja, wir lassen sie mal los. Ja. Mein Mann. Mann. Danke. Polizei. Das ist totaler Quatsch. Nein, das ist schon ganz bekloppt hier. Erkennst du, ne? Ja. Na, wer soll das denn bitte sein? Ich glaube, ich gehe mal jemanden kurz holen. Soll ich vielleicht mal gucken? Kennen Sie die Person? Ja, ne? Ich glaube, ich gehe mal jemanden holen. Die Polizisten erkennen die Frau auf dem Foto wieder. In welchem Verhältnis sie allerdings zu dem Opfer steht, wird auch die Beamten überraschen. Jetzt können Sie vielleicht mal erklären, wer das ist hier. Hi. Hallo? Hi. Ja. Das ist meine Tochter. Ja, das ist mein Vater. Ach, bitte. Ach, ich habe mir tierische Sorgen gemacht, weißt du? Vielleicht erklären Sie mal das Ganze, damit wir jetzt auch verstehen können. Ja, also ich war mit meiner Tochter eigentlich verabredet und wollte dir das halt dann auch heute erzählen und damit du sie kennenlernst, weil sie wollte dich auch unbedingt kennenlernen und deswegen waren wir halt verabredet. Nach Herr Beckers Aussage wollte er heute der Familie sagen, dass er noch eine Tochter hatte wollte die anscheinend ja auch vorstellen und die Eltern kamen ihm dann nur zuvor und haben ihn auf diese Weise dann hier an diesen Stuhl gefesselt. Das war eine blöde Idee. Ja, natürlich war es eine blöde Idee. Erzählen Sie mir. Ja, wir wollten einfach das Beste für unsere Tochter. Ja, das habe ich schon verstanden. Sie nimmt halt regelmäßig Schlaftabletten. Und da war es meine bescheuerte Idee, irgendwo die Schlaftabletten dazu zu gebrauchen, um den David halt irgendwie K.O. zu machen und ihm eine Lektion zu erteilen. Wir wollten eigentlich nur von ihm wissen, wer das ist, das Mädchen. Wir wussten ja nicht, dass es sich um seine Tochter handelt. Ja, also das war um Gottes Willen, das war nicht unsere Absicht. Und So, was haben Sie gemacht? Haben Sie Tabletten klein geredet? Wir haben die 10 Tabletten gegeben und
Ihnen ist schon klar, dass jemand dabei hier auch hätte hops gehen können, ne? Wie die Familie Wendler hier gehandelt hat, also mit dieser Selbstjustiz, das geht natürlich gar nicht. Der bessere Weg wäre jetzt hier gewesen, diejenigen zur Rede zu stellen, beziehungsweise einmal die Tochter zu holen, mit der sprechen. Vielleicht wusste sie ja sogar, welche Person das ist. Dementsprechend ist es eigentlich immer besser, erstmal reden und dann vielleicht handeln. Um eine Anzeige kommen die Eltern nicht herum, auch wenn sie Reue zeigen. Dem Opfer geben die Polizisten noch einen Rat mit auf den Weg. Haben Sie noch irgendwelche Blessuren am Körper? Naja, nicht, dass würde ich noch mal Ihnen sagen, Sie sollten noch mal zum Arzt gehen, es attestieren lassen. Und die Tür, ich weiß jetzt nicht, wer der Eigentümer von der Wohnung ist oder von dem Haus? Ja, mein Vater. Ihr Vater. Mhm. Die Tür, ne, die ist jetzt hier aufgebrochen von uns. Ne, müssen, also Ihre Eltern haben das ja verursacht, quasi dieses Geschehen. Dementsprechend ist er selbst dafür, ne, wenn es sein eigenes Eigentum ist. Genau. Muss er das wieder regeln. Das ist wieder heilig. Gibt noch mal eine Vorladung von unserem Fachkommissariat. Da können Sie sich dann in Ruhe ein paar Tage später noch mal äußern, was Ihnen so einfällt. Und vielleicht trinken Sie jetzt einen ordentlichen Kaffee. Ja. Ohne Schlaftabletten. Und ohne Streit. Ne, wenn noch mal was kommt, dann müssen wir leider welche mitnehmen hier von rein. Ja. Na, gut. Das Mindeste, was die Familie Wendler hier begangen hat an Straftaten, ist tatsächlich Medikamentenmissbrauch, Körperverletzungen. Da muss man schauen, in welchem Maße. Wir haben dem Herrn Becker angeraten, noch mal zum Arzt zu gehen. Und gleichzeitig natürlich eine Freiheitsberaubung, ihn da zu fesseln und einzusperren. Da werden sie sich vorverantworten müssen.